Hallo Leute, ja, wir sind zu Hause gewesen, haben zwei Fackeln gebastelt und haben ein bisschen Ballast abgeworfen. Ich habe noch den Hirschfellumhang gebaut, weil der uns ja doch noch mehr Schutz gibt. Und jetzt sehe ich gerade, wir müssen auch noch was essen, bevor wir in den Dungeon wieder reingehen. Dann haben wir zwei Fackeln, da können wir auch sehen, was Sache ist, ne? Können wir vier verschiedene Sachen? Nein, können wir nicht. Okay, dein Magen ist voll. Gut, okay. Das heißt, wir können da jetzt schauen, dass wir dann da reingehen und weiterkommen. Jetzt müssen wir mal gucken, außen stand immer irgendwo ein Skelett, oder? Ist das noch da? Da rechts steht's, glaube, oder? Gut, dann machen wir das als erstes. Weil beim Rauskommen ist ja auch ein bisschen doof, ne? Ach, das war ein Bogenschütze. Okay, dann müssen wir da mal schnell ranlaufen und dann kann er sich sowieso nicht verteidigen, ne? Was ist das Blaue denn da hinten? Also glimmert nur vom Blitz und Donner hier, oder? Sehe ich mal so, oder? Das könnte sein, ja. Okay, das Skelett haben wir. Da war jetzt keine Beute, oder? Ne. Oh, da sind noch zwei Vögel. Die sollten wir vielleicht auch noch gerade kriegen wegen den Federn. Okay, den kriegen wir nicht mehr. Kriegen wir den noch? Ah, schade, ne? Das wird nichts. Ah, doch, den haben wir geschafft. Okay, dann haben wir noch ein paar Federn hinzugekriegt. So, und dann wollen wir mal schauen, dass wir im Dungeon gucken, was da drinnen los ist, ne? Ob wir da noch was vergessen haben oder nicht. Gut. Ich würde sagen, nach dem Intro geht's weiter. So, jetzt haben wir hier unten auch Licht wieder mit einer Fackel. Ich glaube, wir gehen mal links rum jetzt schauen, ob wir hier fertig sind. Da war nichts mehr. Da ist überall zu. Hier kommen wir nicht weiter. Also hier ist schon erledigt. Hier war ja kein Weg mehr, ne? Nein. Dann gehen wir auf die gegenüberliegende Seite kurz. Hier war ja auch noch ein Eingang. Schauen wir mal hier. Da ist zu. Hier war, glaube ich, die Kiste, ne? Genau, die hatten wir auch. Wahrscheinlich war das auch schon alles, was wir hier holen konnten. Hier ist auch überall zu. So, das geht hier weiter. Hier waren wir, meine ich, überall auf dieser Seite. Aber bevor wir was vergessen haben, gehen wir lieber noch mal gucken. Da ist zu. Da ist zu. Können ja mal gucken, aber ich glaube, das sieht jetzt nicht so aus, als ob man da durchkommt, oder? Naja, also ich glaube nicht, dass wir da eine Chance haben, durchzukommen. Das ist optisch nur so angelegt, dass man da nicht durchkommt. Da sieht zwar so aus, als ob es dahinter noch weitergeht, aber ich glaube, es geht nicht weiter. Weil irgendwie wird es ja nicht abgebaut. So, das heißt, links wie rechts haben wir. Jetzt müssen wir gerade nochmal geradeaus gucken. Von hier jetzt, ne? Der Haupthalle. Da müssen wir noch rein. Okay, dann biegen wir jetzt hier links erst ab. Dann da wieder links abbiegen. Da ist aber nichts zum Abbiegen, also geht es nur hier weiter. Geradeaus, da ist noch was, aber wir gehen erst hier links. Ist da noch was? Da war zu. Gut, dann geht es nur noch nach da weiter. Schauen wir gerade, hier geht es bergauf. Ich glaube, jetzt war hier die Treppe irgendwo, ne, wo wir letztens dann die Fackel verloren haben, beziehungsweise ausgegangen ist. Hier stand der Geist. Hier geht es nirgendwo weiter. Okay. So, hier hinter war kein Durchgang. Da sind wir hochgesprungen, um an den Pilz zu kommen, den wir wahrscheinlich von der anderen Seite hier auch gekriegt hätten, ne? Oder? Weiß ich nicht. Müssen wir gucken. Ja. Da hätten wir letztes Mal nicht so eine Springtour machen müssen, sondern wären einfach hier hochgegangen, ne? Hier ist auch zu. Und darüber geht's auch nicht. Irgendwie hört man ja was, aber ich komme nicht dran. Sagen wir es mal so. So, das heißt, hier ist Dead End. Das heißt, wir müssen wieder zurück. Hier mussten wir links abbiegen und ich glaube dann runter und hoch und dann rechts, oder? Da war nämlich zu, genau. Jetzt hier waren wir noch nicht. Hier müssen wir noch mal gucken.
Da ist tatsächlich noch eine Tür, die zu ist. Dann gehen wir da mal noch lang. Also hier waren wir noch nicht. Okay, hier sind noch ein paar Pilze. Da rechts geht's nirgendwo hin. Das heißt, lass mal die Pilze aufsammeln. Haben wir, und da gibt's noch ein Skelett. Skelettüberreste können wir auch eben. Haben wir Knochenfragmente nochmal gekriegt. Aber hier ist dann auch Dead End. Gut, da war nichts, da war nichts. Dann können wir hier runter wieder. Hier gibt es keine Türen. Hier geht es wieder hoch. Dann sind wir hier durch. So, rechts waren wir schon. Das heißt, jetzt sind wir wieder in dieser Halle. Da gab es nur einen Durchgang nach hier. Und dann geht es hier lang, oder? Hier ist nichts. Das heißt, es wäre nur noch hier möglich. Und hier ist Dead End. Das heißt, hier sind wir durch. Ja, ich glaube, dann sind wir mit diesen Dungeon haben wir komplett doch schon aufgeräumt gehabt, bis auf diese zwei Pilze. Jetzt sind wir hier. Ja, ich glaube, da sind wir durch. Dann können wir hier diesen Dungeon verlassen, ne? Gut, okay, hier sind noch fürchterliche Geräusche, aber ich weiß nicht, wie wir... Ja, wahrscheinlich ist das nur, um Atmosphäre zu schaffen, mehr nicht, ne? So, jetzt ist es dunkel hier draußen. Da drüben ist Wasser. Skelett ist tot. Das heißt, wir gehen mal zum Wasser. Oh, stopp, da ist so ein Seevogel, ne? Kriege ich den noch erschossen, wegen den Federn? Wo ist er denn weggeflogen schon? Shit. Okay, dann halt nicht. So, hier ist Wasser. Da drüben sind lauter Wolken. Das sieht cool aus. Da hinten sitzt noch mehr Land. Da ist auch noch mehr Land. Okay. Das würde bedeuten, du musst dran glauben. Oder auch nicht. Weggeflogen, der Himmelhund. Von der Sehne erschrocken wahrscheinlich, ne? Ist es Tag oder ist es Nacht? Was steht da oben? Ist das was? Da läuft auf jeden Fall was rum. Ein Wildschwein, oder? Zwei Wildschweine. Okay. Gucken wir mal, oder? Das war zu niedrig. Na, haben wir nicht geschafft. Dann müssen wir den mit der Hand kämpfen. Wo ist das andere da? Ach, zwei noch. Cool. Das dritte. Jetzt hau nicht ab, drittes. Da bist du. Nee, 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 du kommst nicht in den Wald. Gut. Jetzt höre ich auch noch einen Hirsch. Da ist noch Beute. Leder. Genau, wir brauchen immer Leder. Wie, da ist auch noch? Haben wir doch nicht aufgehoben. Okay. Noch mehr Leder. Noch mehr Leder. Sollen wir da mal reingucken, ob da Pilze sind? Fängt es an zu frieren, ja. Ach, das war hier, wo ich dieses Gatter letztens gesehen habe, ne? Nee, ich glaube, da war ich schon gucken, ne? Da ist nichts. Gut, okay, jetzt wird es natürlich dunkel. Im Dunkeln ist es nicht so prickelnd, irgendwo hinzugehen eigentlich, ne? Weil man sieht nichts. Also hier unten ist ja das Wasser. Warte, ich höre schon wieder irgendwen, oder? Da hinten sind noch blaue Augen, oder? Ja, da läuft einer. Okay, der wirft mit Steinen. Oh. Aber da
ist noch einer. Ja, Wasser magst du nicht, ne? Ah, die Beute liegt da. Das ist das Harz und hier ist noch so ein Auge, glaube ich, ne? Ja, Grauzwergenauge. Sind da noch mehr? Ich könnte was zu essen vertragen. Ja, machen wir das doch mal. Was fehlt uns denn? Ich glaube, die Rippchen, ne? Gut. Ist hier noch wer? Wart ihr nur zu zweit? Ich schätze mal, hier ist irgendwo so ein Häuschen, wo die wohnen, oder? Ich höre schon wieder einen. Ja, das ist das mit dem Dunkeln, ne? Das ist schlecht. Da war was Rotes. Da ist der Chef. Kommt er? Ja, er kommt. Ich hab ihn, zum Glück, ey, aber der war auch schon. Der war schon ein bisschen besser, oder? Haben wir denn was Besonderes von dem jetzt gekriegt? Nicht wirklich, ne? Naja, es ist einfach nur ein stärkerer Gegner gewesen. Okay. Wenn da ist, dann muss doch hier eine Behausung sein, oder? Ja, irgendwie muss erstmal unsere. Sag schon, das muss jetzt hier sein, dass unser Wert steigt. Erstmal 43. Wir sind angeschlagen. Vielleicht sollten wir nicht gerade in das Dunkle gehen, weil da sehen wir unsere Gegner nicht. Und vor allem die Nixen, die höre ich hier immer knattern, ey. Also ich glaube, es ist jetzt nicht so eine gute Idee, mit so einem schwachen da unten sitzt einer, ne? Da ist eine Nixe, genau so ist es. Ja. Sind da Pilze? Ah ne, das sind Vögel. Kriegen wir die diesmal geschossen? Und Wildschwein ist da auch noch. Okay, und da ist noch ein Vogel. Der ist tatsächlich noch nicht weggeflogen. Probieren wir es nochmal. Ah, oh, shit. Aber zu hoch angesetzt. Welche Pfeile haben wir denn da jetzt eigentlich in Benutzung? Die ganz normalen Holzpfeile, ne? Ja, und das sind die Pfeile mit den Federn, oder? Ich glaube, da brauchen wir keine Federn zum Basteln, ne? Okay. Ja. Da hinten leuchtet schon wieder einer rot. Ah, da ist der nächste. Ah. So eine olle Nixe, ey. Sollten wir den da nehmen oder nicht? 74 haben wir gerade den Wert. Vielleicht können wir den erstmal einmal ankratzen mit dem. Mann, das war auch schon wieder knapp, ey. Wieso spawnen die da? Das ist einfach im Dunkeln schlecht, ne?
Nein, ich muss warten, bis Tag ist. Das hat anders keinen Sinn. Weil, wie wir gerade wieder gemerkt haben, ne? Pilz ist auch gleich alle. Was macht der Pilz denn? Gesundheit und Ausdauer. Was macht die Erdbeere oder Himbeere? Macht nur Gesundheit. Und noch was anderes zu essen? Das ist rohes Fleisch. Gesundheit 30. Gesundheit 35. Aber das haben wir ja schon gegessen. Ja, das nützt uns dann nicht so viel. 10 Gesundheit. Und der Pilz machte 15. Das ist schon besser denn. Ja. Achso, hier hatte ich die Löwenzahnkrone gemacht und hatte Hoffnung, dass ich, sag schon, dadurch noch ein neues Rezept kriege. Aber das war leider nicht so. Was liegt hier noch? Nimmt er gar nicht auf. Was ist das denn? Nixenschwanz, okay. Sind wir denn voll beladen? Oh, wir sind voll beladen. Gut, dann würde ich sagen, werde ich zurückgehen, werde uns entladen und dann gehen wir hier wieder hin. Und das mache ich natürlich zwischen den Folgen und ihr seid dann beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dann, ciao. Achso, vielen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wer das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. So geht das Ende, ne? Bis dann, ciao.